Gebetet haben wir ja schon. Dann dürft ihr mit mir aufschlagen, wer eine Bibel dabei hat. Und zwar zum Philipperbrief. Philipperbrief 2. James, hat man dir eigentlich erzählt, wenn du an Jesus glaubst, dass du ein neues Leben bekommst? Nee? Jesus ist für uns ans Kreuz gegangen. Er hat alles Schlechte von unserem alten Leben hat er am Kreuz getragen. Alles, was du je erlebt hast, alles, was in dir Schlechtes war, das hat Jesus am Kreuz getragen. Und die Bibel sagt, jeder, der das Evangelium glaubt, das ist das Evangelium, dass Jesus gekommen ist als Mensch und er hat, wie er als Mensch unterwegs war, er hat alle geheilt, er hat nur Gutes getan und dann ist er ans Kreuz gegangen, hat sich kreuzigen lassen, ist für uns ans Kreuz, um all das auf sich zu nehmen, auch unsere eigene Schlechtigkeit, unsere Sünde, unsere Krankheit, alles, damit wir ein neues Leben haben im Geist. Und dann sagt die Bibel, jeder, der das glaubt, im Herzen glaubt, glaubst du das im Herzen? Und mit seinem Mund bekennt, der geht dann von der einen Familie in die neue Familie, in die Königsfamilie. Und jeder, der das mit seinem Mund ausspricht, und wer das möchte, der sagt einfach, ja, Jesus sei mein Herr. Magst du das? Halleluja. Noch jemand? Dann bist du jetzt mein Bruder. Und Gott ist dein Vater. Gott ist dein Vater und auch Jesus ist unser Bruder jetzt geworden. Ich habe das jetzt gleich vorgezogen, weil ich habe erfahren, dass die zwei jungen Männer ein bisschen früher gehen müssen. Darum habe ich das als erstes gemacht, genau, um sicher zu gehen, dass du Jesus in deinem Herzen mitnimmst. Genau. Wir schenken dir auch eine Bibel, okay? Okay, dann gehen wir doch mal zum Philipperbrief, Philipper 2. Da heißt es, gibt es nun bei euch Ermahnung in Christus, gibt es Zuspruch der Liebe, gibt es Gemeinschaft des Geistes, gibt es Herzlichkeit und Erbarmen, so macht meine Freude völlig, indem ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt, einmütig auf das eine bedacht seid, tut nichts aus Selbstsucht oder nichtigem Ehrgeiz, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Jeder schaue nicht auf das Seine, sondern jeder auf das des anderen. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie Christus Jesus auch war. Als er in der Gestalt Gottes war, es nicht für einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an, und wurde wie die Menschen. Und in seiner äußeren Erscheinung, als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod. Ja, bis zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott auch über alle Maßen erhöht und ihm einen Namen verliehen, der über alle Namen ist. Damit in dem Namen Jesu sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Der Marc macht ja auch gerade eine Serie über den Namen Jesus, was wir alles in diesem Namen tun können. Der Name Jesus, der, und das haben wir gerade gelesen, der über alle Namen ist.
Also er ist über alles. Hat irgendwie, haben wir heute gehört, Lungenkrebs, hat einen Namen. Jesus ist über diesen Namen. Und in diesen Namen muss sich jedes Knie beugen. Also alles ist unter ihm. Und er hat sich diesen Namen ererbt, heißt's. Und wie hat er sich den ererbt? Er war gehorsam. Er war gehorsam bis in den Tod, heißt's. Er erniedrigte sich selber, obwohl er Gottes Sohn war, obwohl er... Mensch, ich dachte, es ist schon Herbst, aber es ist ja immer noch warm. Ne? Obwohl er Sohn war, hat er die Gestalt von einem Menschen angenommen, hat alles aufgegeben. Die Herrlichkeit, die er beim Vater hatte, ist vom, ich sag mal, Paradies irgendwie auf die Erde gekommen, hat es auf sich genommen, lief umher, hat jeden Gutes getan. Er hat nur Gutes getan, musste aber ertragen, dass er verspottet und alles Mögliche wurde und letzten Endes gekreuzigt, gegeißelt wurde. Und durch diesen Gehorsam hat er sich den Namen gemacht, der über alle Namen ist. Und wir lernen gerade, wie mächtig dieser Name ist. Und wenn du dir vorstellst, ne, so, da gibt es ja Namen, jeder, ne, gibt's Geschäfte, die haben sich einen Namen gemacht. Ich will jetzt keine Werbung machen, ne? Aber da, die Jungen haben Nike, Tommy Hilfiger, Adidas, sind alles Namen. Namen, die stehen für was. Nike steht für Sportlichkeit, ne? Irgendwie, ich bin sportlich. Tommy Hilfiger, keine Ahnung. Ha? Für was? Jeden? Edel. McDonald's, ne? Du hörst, McDonald's ist ein Name, dann, ne? Dann denkst du gleich an irgendwas. Donald Trump, was auch immer, welchen Namen du hörst. Aber es gibt Menschen, die haben sich einen Namen gemacht. Die machen auch mit ihrem Namen Werbung. Aber der Name Jesus, den er sich gemacht hat, den er geerbt hat, der hat auch eine Bedeutung. Und dieser Name ist uns geschenkt worden. Der ist der Gemeinde geschenkt worden. Drum heißt, wenn man das alles mal studiert, was wir ja auch gerade machen, in meinem Namen, ne, in meinem Namen werdet ihr. Also wenn du denkst, du könntest jetzt einen Lungenkrebs heilen, dann vergiss es, du kannst es nicht. Du hast vielleicht beschränkte Möglichkeiten, wo du versuchst, dies und jenes, aber im Namen Jesus ist uns alles möglich. Der Name Jesus, der hat Power. Der Name Jesus, bitte Handys ausschalten, nein, nicht mal Spaß. Im Namen Jesus, da zittern sogar die Dämonen. In unserem eigenen Namen können wir gar nichts tun, gar nichts. Oder nur begrenzt. Und dann lasst uns mal auch weiterblättern im Johannes. Johannes 12. Johannes 12, im Vers 28, das war kurz bevor er ans Kreuz gegangen ist, da heißt dann, da sagt Jesus, Vater, verherrliche, also was heißt verherrlich? Mach deinen Namen groß. Vater, verherrliche deinen Namen.
Und da kam die Stimme vom Himmel und sagt, ich habe ihn verherrlicht und ich will ihn wiederum verherrlichen. Also was Gottes Absicht ist, hier auf dieser Erde auch, das ist, seinen Namen zu verherrlichen. Gottes Namen zu verherrlichen. Er liebt uns, das wissen wir alle. Er will das Beste für uns. Aber wir sind hier in seinem Namen. Und weiß nicht, ob ihr das vielleicht auch kennt, so ein Sprichwort in Deutschland, so, wo es heißt, wie der Vater, so der Sohn. Kennt das jemand? Und oft ist es auch so, dass man sich irgendwie, ne, wo man auch sagt, hey, du brauchst irgendwie dein Kind nicht erziehen, der macht dir ja sowieso alles nach. Ist oft der Fall. Dass man anhand der Eltern kann man sehen, wie die Kinder sind. Ich habe zum Beispiel beim Jeremy, der hatte mir die Tomaten irgendwie auf Zeiten zu. Bis ich dann festgestellt habe, das hat er ja von seinem Vater. Der macht es ja auch. Also ich könnte jetzt noch mehr Geschichten erzählen, ne, was so, aber vieles, das hat er nicht irgendwo, das hat er gesehen bei seinem Vater. Und das sieht man oft irgendwo. Also, ne, so, und das ist es eben, wir sind jetzt Kinder Gottes geworden. Wir sind Kinder Gottes geworden. Und was der Vater möchte, er möchte seinen Namen durch uns Kinder Gottes verherrlichen. Er möchte, dass sein Name groß wird hier auf der Erde. Der möchte nicht den Tommy verherrlichen, der möchte seinen Namen groß machen. Und er möchte auch, ne, und das ist ihm wichtig, dass sein Name nicht gelästert wird. Und ich zum Beispiel lange Zeit, ich wollte mit Gott eigentlich nichts zu tun haben, weil viele ihn repräsentiert haben in einer Weise, wo ich mir gedacht habe, das ist nichts für mich. Haben wir ja vorhin auch gesagt, Gott ist weder langweilig, noch spießig, noch kraftlos, noch sonst was. Er ist auch nicht irgendwo, der alles unterm Teppich kehrt, sondern Gott ist klar und deutlich und liebevoll, aber trotzdem auch stark. Und er möchte, dass wir ihn würdig repräsentieren, dass sein Name nicht mehr gelästert wird. Ich habe ganz ehrlich, ich habe auch lange Zeit gelästert. Und das ist es, wo zumindest bei uns mal ein Anfang sein sollte, dass wir ihn würdig repräsentieren. Wisst ihr, was ich gesagt habe? Auf Christen kann man sich nicht verlassen. Die sind unpünktlich, unzuverlässig und so weiter. Geizig. Ja. Aber wie wäre es denn, wenn wir unsere wahre Natur, das, was Gott in uns hineingelegt hat, dass wir, so wie wir uns auf Gottes Wort verlassen können, sagt er auch, unser Ja soll ein Ja sein, unser Nein soll ein Nein sein. Wenn ich nie weiß irgendwie, wenn alles so wischiwaschi, so mal schauen und vielleicht und wenn Gott mich führt, dann denken alle, hey, wir haben ja einen Batscher und unser Vater dazu. Und dann passiert's, dass Gottes Name gelästert wird. Genauso. Wir sollten einfach eben lernen, im Namen Jesu trainiert zu werden. Wir sollen in unsere Versammlungen kommen, um vorzubereitet werden. Ich habe neulich einmal geäußert,
Gemeinde ist wie ein Geschäft. Ich habe nicht gesagt, Gemeinde ist ein Geschäft. Aber in einem Geschäft, da gibt es einen Boss. Unser Boss ist Jesus Christus. Er hat gesagt, da gibt es Apostel, Propheten, Lehrer, Pastoren. Lasst euch von euren Lehrern was sagen, sie wachen über eure Seelen. Das hat er gesagt. Und wenn dann jeder an seinem Platz ist, das meine ich, wenn du ins Geschäft gehst, wenn du in einer Firma bist und der Frontmann nicht da ist, der Erste nicht aufsperrt, dann läuft es der Laden nicht. Dann läuft es einfach nicht. Wisst ihr, was ich meine? Ich will kein Geschäft machen aus Gott. Ne? Dann wird es gleich wieder einem im Mund rumgedreht. Aber ist mir auch wurscht, damit komme ich klar, was ihr über mich erzählt. Aber es ist wie ein Geschäft. Wenn der Chef nicht da ist, ist blöd. Oder der Chef hat eine rechte Hand, auf die er sich verlassen tut. Stell dir mal vor, du würdest nicht pünktlich dein Gehalt kriegen. Ist doch doof, oder? Ist doch doof. Wenn der Chef dir dein Gehalt nicht gibt, was passiert dann? Dann bist du unzuverlässig, weil dann kannst du deine Miete nicht zahlen. Das hat ja alles Folgen. Und so ist es im Reich Gottes auch. Wenn du nicht an deinem Platz bist, wenn du nicht das machst, was Gott dich berufen hat, dann läuft der Laden nicht. Das meinte ich, ist mit wie ein Geschäft. Und wenn Gott sagt, verlass deine Versammlungen nicht, und es kann immer mal was sein, dass man, ne, sind wir ja alle, wo man sagt, okay, aber das hat ja Gott gesagt, es hat ja Gott gesagt. Dann braucht nicht jemand anders zu mir kommen. Du, da hat mal jemand ein Buch geschrieben und der hat aber. Ich lese dieses Buch. Ich lese dieses Buch. Und wenn wir so ein Chaotenhaufen sind und bleiben, dann wird der Name Jesu gelästert. Amen. Deswegen tun wir, was wir können. Wir schauen, dass unsere Toilette immer schön sauber ist, gell, Marci? Wenn jemand reingeht, das ist die bestgeputzte Toilette. Ja, klar. Weil wenn du in ein Restaurant reingehst irgendwo, dann schaust du erst einmal auf die Toilette, weil so wird es in der Küche ausschauen. Und wir müssen nicht nur geistlich abheben, sondern wir müssen auch mal am Boden bleiben und die ganz normalen Dinge, die getan werden müssen, müssen wir auf die Reihe kriegen. In der Gemeinde musst du, ne, bist ja froh, wenn du das warm hast, bist ja froh, wenn du auf einem schönen Stuhl sitzt und so weiter. Ich bin heute einfach mal praktisch, okay? Einfach praktisch. Ansonsten, wenn jeder macht, was er will irgendwie, was würdest du denn sagen? Alle sitzen da, du rennst vielleicht noch hierher irgendwie, bist da und dann sage ich, ach, ich habe heute keine Lust. Oder ihr sitzt am Livestream. Wir haben im Moment nur einen Techniker. Preis dem Herrn für den Rudolf. Ja, den seht ihr vielleicht nicht, der hockt da hinten, aber was der aber was der da tut, dass du am Kamera in deinem Wohnzimmer sitzen kannst, auf deinem Sofa und so, ja, wenn er sagen würde, oh ja, der Geist hat mir heute gesagt, ich soll heute lieber nicht kommen. Wisst ihr, was ich meine? Wisst ihr, was ich meine? Kennt ihr das? Kennt ihr das?
Amen. Amen. Und danke, Herr, wir lernen, wir werden immer besser. Alle miteinander. Jeder hat hier und da Schwachstellen. Und es heißt ja auch, darum sagt ja auch die Bibel, ertragt einander. Der Satz hat mir oft geholfen, das sage ich euch. Manchmal muss man das ja wirklich ertragen irgendwo. Ne? Und ich habe eigentlich auch keine Lust, irgendwo dann immer wieder Schilder aufzuhängen. Bitte Handys ausschalten, bitte pünktlich kommen, bitte du das, da, 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 da. Sonst ist ja alles voller Zettel irgendwie. Ich komme lieber ungeschminkt als unpünktlich. Ich renne, damit ich pünktlich komme, weil ich möchte nicht, dass jemand auf mich warten muss. Kann passieren, dass ich unpünktlich komme. Aber ich achte den anderen, der da ist. Ich liebe den anderen, dass der nicht auf mich warten muss. Lieber verzichte ich mal selber auf irgendwas. Und trotzdem kann es mal passieren. Amen. Wir sind hier, um seinen Namen zu verherrlichen. Und da blättern wir gleich weiter im Johannes 13. Vers 31, da sagt er, als er nun hinausgegangen war, sprach Jesus, jetzt ist der Sohn des Menschen verherrlicht und Gott ist verherrlicht durch ihn. Wenn Gott verherrlicht ist durch ihn, so wird Gott auch ihn verherrlichen durch sich selbst und er wird ihn sogleich verherrlichen. Das ist Gottes Ziel, auch mit uns. Und das war Jesus sein Ziel. Er wollte nicht seinen Namen groß machen, sondern er wollte seinen Vater groß machen. Wie der Vater, so der Sohn. Und er wollte einfach zeigen, hey, da ist ein gigantischer, liebevoller, großartiger Gott. Und jetzt ist Gott unser Vater und er möchte uns verherrlichen. Er möchte uns alles schenken. Er möchte, dass unsere Freude vollkommen wird. Aber er hat einen Zweck damit, nicht um die FF Nations Gemeinde groß zu machen oder sonst irgendeinen Namen, Predigerin Raffaella, sondern sein Ziel ist es, seinen Namen groß zu machen. Dass auf der Erde dieser Name bekannt wird. Dass sie wissen, hey, da kommt ein Kind Gottes. Da kommt jemand, in dem ist Gott verherrlicht, in dem lebt Gott und in dem wirkt Gott. Wenn irgendwo mal Gott wirksam ist, dann rennen sie alle. So ein Wunder mit den Lungenkrebs zum Beispiel oder mit der krummen Nase und so weiter. Da haben wir ja noch ein Wunder, MS geheilt. Amen, stimmt's? Amen. Von Jesus. Genau. Und er braucht uns dafür. Er benutzt uns, damit er sich durch uns verherrlichen kann. Und da muss man manchmal vielleicht sogar ein bisschen aufpassen, der alte Mensch, ne, wird nicht, oh, ich habe gebetet. Na? Aber das liegt nicht an meinem tollen Gebet, sondern es liegt an Jesus Christus, weil er unsere Gebete erhört. Halleluja. Er erhört sie. Und sein Ziel ist es, dass sein Name nicht mehr gelästert wird. Der Teufel hat alles gemacht, dass dieser Name gelästert wird. Alles. Und manchmal muss man auch vorsichtig sein, wenn man sagt, ja, ich glaube an Jesus. Na, dann kommt sofort dieses Bild, hör mal doch damit auf irgendwie. Und dann denkst du sofort an katholische Kirche und dann denkst du sofort irgendwo an, was auch immer da passiert war. Aber wenn die Leute uns sehen, dann sollen sie denken, wow, Jesus, das ist doch der, der heute immer noch dasselbe gestern und in alle Ewigkeit ist. Der heute immer noch die Menschen heilt. Der heute immer noch dieselben Wunder tut wie damals. Der heute immer noch lebt in seinen Kindern. Das ist sein Ziel.
Und das ist es, dass wir dann auch manchmal ein bisschen am Boden bleiben, obwohl wir vom Himmel kommen, ne? Dass wir sagen, hallo, ich war das nicht, sondern das war mein Vater. Ich habe den Stärksten, den Reichsten, den Besten. Das ist sein Ziel. Seinen Namen verherrlichen durch uns. Dann blättern wir weiter, Johannes 17. Ich lese da von Vers 1. Da redete Jesus und hob seine Augen zum Himmel empor und sprach: Vater, jetzt ist die Stunde gekommen. Verherrliche deinen Sohn, damit auch dein Sohn dich verherrliche. Gleich wie du ihm Vollmacht gegeben hast über alles Fleisch, damit er allen ewiges Leben gebe, die du ihm gegeben hast. Das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Ich habe dich verherrlicht auf Erden. Ich habe das Werk vollendet, das du mir gegeben hast, damit ich es tun soll. Und nun verherrliche du mich, Vater, bei dir selbst mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Ich habe deinen Namen den Menschen offenbar gemacht, die du mir aus der Welt gegeben hast. Sie waren dein und du hast sie mir gegeben und sie haben dein Wort bewahrt. Nun erkennen sie, dass alles, was du mir gegeben hast, von dir kommt. Denn die Worte, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben. Und sie haben sie angenommen. Und sie haben sie wahrhaft erkannt, dass ich von dir ausgegangen bin. Und glauben, dass du mich gesandt hast. Ich bitte für sie, nicht für die Welt bitte ich, sondern für die, welche du mir gegeben hast, weil sie dein sind. Und alles, was mein ist, das ist dein. Und was dein ist, ist mein. Und ich bin in ihnen verherrlicht. Wow. Und das sollte dein Verlangen sein, dass Gott durch dich verherrlicht wird. Das heißt sogar woanders, alles, was ihr tut, tut im Namen des Herrn. Alle unsere Taten sollten Gott verherrlichen und werden immer mehr. Wir sind noch nicht perfekt. Werden wir vielleicht auch nicht, keine Ahnung, wie weit das mal kommen. Aber das ist unser Streben, dass Gott sich durch uns ausleben kann. Nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt durch mich. Wozu? Um diese Werke zu tun und um den Vater zu verherrlichen. Wow. Ich glaube, dass wir hier eine Gemeinde sind, die das wollen. Ich weiß das von einigen, die das von ganzem Herzen wollen, die ihr Ich aufgegeben haben, denen es nicht darum geht, nur wie werde ich gesegnet, ich, ne? sondern die möchten das tun, was der Vater tut. Und nebenbei schenkt er uns ein geniales Leben. Gehen wir mal zum Römer 2. Vers 17. Da sagt Gott zu den Juden,
durch das Gesetz? Siehe, du nennst dich einen Juden, verlässt dich auf Gesetz und rühmst dich Gottes. Du kennst seinen Willen und verstehst es zu prüfen, worauf es ankommt, weil du aus dem Gesetz unterrichtet bist. Du traust dir zu, ein Leiter der Blinden zu sein, ein Licht derer, die in der Finsternis sind, ein Erzieher der Unverständigen, ein Lehrer der Unmündigen, der den Inbegriff der Erkenntnis und der Wahrheit im Gesetz hat. Nun, also du lehrst andere, dich selbst aber lehrst du nicht. Du verkündest und sollst, man solle nicht stehlen und stehst selber. Du sagst, man soll nicht Ehe brechen und brichst die Ehe. Du verabscheust die Götzen und begehst dabei Tempelraub. Du rühmst dich des Gesetzes und verunehrst Gott durch Übertretung des Gesetzes. Denn der Name Gottes wird um euretwillen gelästert unter den Heiden, wie es geschrieben steht. Wow. Die Tage hat jemand gesagt, also wenn ich Pastor wäre, dann würde ich das so und so und so und dann würde ich. Und dann habe ich mir gedacht, Freundchen, Gott hat dich nicht auserwählt dafür. Gott hat dich nicht für treu erfunden. Du gehst ja nicht einmal in die Gemeinde, hast keine Gemeinde, reißt deine Klappe auf, hast keine Ahnung, was ein Pastor so tut, aber weißt alles besser? Hast vielleicht noch nebenbei eine Frau neben der anderen und traust dich, solche Äußerungen zu machen? Und dann wird der Name Jesu gelästert. Und du lässt das Deal treuen, Leute? Wow. Sagen anderen, was sie zu tun haben und tun es selber nicht? Das hat mir von Anfang an gefallen bei Marc. Noch nie in meinem Leben. Nie. Hat er ein schlechtes Wort über irgendjemanden gesagt? Nie. 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 Ist ja auch nicht unsere Aufgabe, ne? Aber die gute Nachricht ist, dass wir ja auch nicht mehr unter dem Gesetz sind, sondern von Gott gelehrt werden. Immer mehr gelehrt werden. Immer mehr. Und heute sagt er zu uns, hey, ihr seid meine Kinder. Paulus hat auch mal gesagt, ahmt mich nach. Ahmt die Leute nach. Das kann man sich nachahmen. Wenn jemand nie über jemanden schlecht redet, das kann man nachmachen. Und das ist gut, wenn wir hier und da, ne, wisst ihr, auch überführt werden, wo dann das Schwert kommt und du sagst, stimmt. Weil das sind ja Sachen, die wir uns im Laufe des Lebens irgendwo angeeignet haben, die ja Gott wegschneidet. Deswegen braucht man jetzt nicht sondern einfach, mir tun solche Botschaften gut, wo das Schwert kommt, rums, und dann ist wieder was weg, was mir nicht gehört. Und ich möchte so ein Kind werden. Ich möchte ein gehorsames Kind sein, das Gott verherrlicht. Dann gehen wir mal zum Hesekiel. Ich habe ein paar, heute viele Schriftstellen wieder. Wisst ihr ja, ich bin gern im Wort. Hesekiel 36. Im Vers 20, da heißt es, als sie nun,
unter die Heidenvölker kamen, wohin sie gezogen waren, da entweihten sie meinen heiligen Namen, indem man von ihnen sagte, das ist mein Volk, das ist das Volk des Herrn. Die mussten aus dem, seinem Land ausziehen. Da tat es mir leid um meinen heiligen Namen, denn das Haus Israel entweiht hatte unter den Heidenvölkern, zu denen es gekommen ist. Darum spricht zu dem Haus Israel, so spricht Gott der Herr, nicht um euretwillen tue ich dies, Haus Israel, sondern wegen meinen heiligen Namens, den ihr entweiht habt unter den Heidenvölkern, zu denen ihr gekommen seid. Darum will ich meinen Namen groß machen, darum will ich meinen großen Namen wieder heilig machen, der vor den Heidenvölkern entheiligt worden ist, den ihr unter ihnen entheiligt habt. Und die Heidenvölker sollen erkennen, dass ich der Herr bin, spricht Gott, der Herr, wenn ich mich vor ihnen Augen an euch als heilig erweisen werde. Immer, immer, die ganze Bibel hindurch findest du, dass Gott seinen Namen groß machen möchte. Und dass das dann eben passiert, dass man nicht hört so, ja, ich glaube an Jesus, kann mich nicht verlassen. Wieder so jemand, so ein Chaot, ne, der sein Wort, na ja, nicht ein Ja, nicht Nein, vielleicht, mal schauen, ist. Sondern dass sie hören, wow, wie in der Apostelgeschichte, das ganze Volk fürchtete sie. Also nicht Angst, sondern sie fürchteten die Jesus-Leute. Sie ehrten sie. Sie trauten sich nicht. Na? Einfach so. Sondern die waren geschätzt. Oh, wow. Und eins sage ich euch, wir sind bekannt. Wir sind hier bekannt. Brauchst du Heilung? Geh zum Irwin. Geh in die Gemeinde. Das wissen sogar die Nürnberger Pastoren. Ich meine, manchmal wundert mich das schon. Dann finden sie, suchen sie Heilung, bekommen die Heilung und dann sind sie wieder irgendwo gelandet, wo ich mir denke, okay. Aber wenn es darauf ankommt, dann wissen sie, wo sie hingehen sollen. Wir sind bekannt, dass wir nicht aufgeben. Wir haben uns als treu und bewährt hingestellt. Wir sind durchs Wasser gegangen, wir sind durchs Feuer gegangen, wie Paulus auch. Manchmal sind wir fast umgekommen darin, manchmal sind wir fast dem Tode nahe gewesen, manchmal hätten wir uns fast, sind wir fast verlästert worden und gesteinigt worden. Manchmal arbeiten wir Tag und Nacht, monatelang, aber wir sind immer noch hier. Auch Paulus, das war nicht immer einfach, aber er hat gesagt, aber in allem überwinden wir, in allem überwinden wir. Und manchmal wird dein Seelchen nicht verduddelt, sondern dann wirst du mal zurechtgeruckt. Oh, die habe ich. So. Aber wenn ich dann sehe, wenn du nicht immer irgendwo nur, na, was dann für Leute rauskommen. Starke Leute, die es auch mit dem Teufel draußen ausnehmen können. Die sich was sagen lassen, die nicht gleich zusammenbrechen. Und hier, das ist erst einmal, ne, wie im Sport, da kannst du erst mal auf die Matte fallen. Da kannst du weinen, kannst du umfallen, stehst du wieder auf. Aber hier wirst du nicht verhätschelt, sondern hier wirst du als eine Mann oder Frau Gottes großgezogen.
und hier wirst du Geist gelehrt und nicht deine Seele gestreichelt. Weil wenn dann nämlich wirklich mal ein Dämon vor dir steht, dann kannst du nämlich damit umgehen. Halleluja. Im Hebräer 12 heißt es, Vers 4 fange ich an. Ihr habt noch nicht bis aufs Blut widerstanden im Kampf gegen die Sünde und habt das Trostwort vergessen, der zu euch als Söhnen spricht. Mein Sohn, 4 habe ich angefangen. 4. Hebräer 12, Vers 4. Und habt das Trostwort vergessen, das euch zu euch als Söhnen spricht. Mein Sohn, achte nicht gering die Züchtigung. So hat mir auch schon mal jemand gesagt, oh, Züchtigung, das ist aber ein sehr hartes Wort. Ja, das hat halt Gott gesagt und nicht ich. Also, na, das musst du halt verkraften. Muss man auch verkraften. Wir sollen ja hier nicht als Waschlappen ausgebildet werden. Amen. Und verzage nicht, wenn du von ihm zurechtgewiesen wirst. Denn wen der Herr liebt, den züchtigt er. Sag mal, züchtigt er. Und er schlägt jeden Sohn, den er annimmt. Och, Gott liebt dich so sehr. Ja, stimmt, das stimmt. Gott liebt dich. Aber du kannst machen, was du willst. Und das stimmt alles gar nicht. Das stimmt alles gar nicht. Meine Tochter darf auch nicht alles, durfte, sie ist ja jetzt erwachsen, die durfte auch nicht alles machen, was sie wollte. Ich meine, dann würde euch ja Gott auch nicht lieben, weil du würdest sofort in den Teufelsarmen rennen irgendwie. Also, wenn ihr Züchtigung erduldet, so behandelt euch Gott ja als Söhne. Denn wo ist ein Sohn, den der Vater nicht züchtigt? Wenn ihr aber ohne Züchtigung seid, an der sie alle Anteil bekommen haben, so seid ihr ja unecht und keine Söhne. Also wenn du ein Sohn Gottes bist, wird er dich auch erziehen oder züchtigen. Und wenn ich jetzt meinem Kind zum Beispiel gesagt habe, geh nicht über die rote Ampel, und die hat gesagt, okay Mama, dann musste man ja auch nicht jetzt unbedingt züchtigen. Na? Aber wenn ich gesagt habe, geh nicht über die rote Ampel, neulich habe ich ein Kind gesehen, das waren drei kleine Kinder, Mutter und zwei davon, die waren total brav. Und der eine hat abgehaust und dann hat die den an so eine Leine, hat gesagt, wenn du jetzt nicht da bleibst, dann kommst du an die Leine. Und dann hat die, und da gibt es jetzt für Kinder sowas, dann hat er so am Arm und an sie und dann sind die mit der Leine. Dann habe ich gesagt, Geld ist es bestimmt der Junge. Dann hat sie ja. Dann habe ich gesagt, die anderen zwei sind Mädchen, gell? Ja. Ja, Spaß nebenbei. Aber die Jungs sind halt ein wenig wilder, ne? Nur das kann ich mir vorstellen. Du hattest eine Leine? Nee, eigentlich war ja der Jeremy brav. Eigentlich schon, ja. Ja. Also mehr erzähle ich jetzt da nicht, weil wir sind immer ganz gut klarkommen, gell? auf jeden Fall. Das ist gut, dass das Kind an die Leine kam, weil sonst wäre er ja ins Auto neu gerannt, wenn er nicht hört. Na, wenn er hört, dann ist ja kein Problem. Aber wenn man nicht hört, dann lieber an die Leine oder lieber mal irgendwie was auch immer, bevor er dann im Auto landet. Versteht er das? Bei uns ist es ja nicht anders. Gott möchte, dass es uns gut geht, an Körper, Seele und Geist. Und wenn wir eben gehorsam sind, wenn wir sagen, ja, okay,
mache ich. Ja, er will immer das Beste für uns. Und wenn wir uns auf ihn einlassen und nicht so kleine Rebellen, ich will aber meinen Weg gehen, ich will selber. Dann packt zur Not Gott, nicht die Leine, die Peitsche, habe ich gelesen. Die Peitsche. Hat Paulus gesagt, soll ich mit der Peitsche kommen oder mit der Liebe kommen? No. Auf jeden Fall züchtigt er uns als Kinder, erzieht uns. Warum? Erstens, dass uns nichts passiert. Zweitens, damit wir auch wieder den Vater verherrlichen. Damit wir seinen Namen. In Krisenzeiten, wo bei mir alles schief ging, habe ich dann auch manchmal selber gesagt, wo ich gesagt habe, ich brauche ja niemandem erzählen, dass ich mit Gott gehe, weil das ist ja, das verherrlicht ihn ja nicht. Ich habe auch nie die Schuld bei ihm gesucht, sondern ich wusste, hey, irgendwo hängt es bei mir. Oder einfach, dass der Teufel einfach gerade versucht, mich niederzumachen. Kann auch sein. Aber ich möchte mein Leben so leben, dass Gott verherrlicht wird. Und dafür habe ich auch den Heiligen Geist bekommen. Wir haben den Heiligen Geist bekommen, weil er ist unser Lehrer. Das ist es ja. Wir müssen es ja selber gar nicht schaffen. Das ist ja das Schöne, weil er in uns lehrt. Es sei denn, du gehst raus und sagst, ich will selber. Ich weiß es besser, ich will selber, ich schaue. Aber wir haben für alle Bereiche unseres Lebens haben wir eine Schriftstelle. Für alles. Voll schön. Für alles. Immer eine Lösung. Genau. Auf jeden Fall sind wir seine Kinder. Wir gehen zum Timotheus. Da sagt Paulus, 1. Timotheus 6, Vers 1, diejenigen, die als Knechte unter dem Joch sind, sollen ihre eigenen Herren alle Ehre wert halten, damit, haben wir es wieder, der Name Gottes nicht verlästert wird. Das ist immer Gottes Ziel, damit der Name Gottes nicht verlästert wird. Paulus sagt dann im Philipperbrief, da braucht jetzt nicht hin, da sagt er, dass ich in nichts zuschanden werde, dass ich in aller Freimütigkeit wie alle Zeit jetzt Christus hoch